Warum? Warum hast du den Gnom und nicht die Wurst gegessen? Das ist verstörend. Warum haben wir das getan? Weil am Gnom ist doch nichts dran. Oder war die Wurst irgendwie schlecht? Und die Frau. Was war mit der Wurst jetzt bitte falsch? Die Puppe nehmen wir auch noch mit. Püppchen. Ich check grad nicht, warum wir gerade den Wichtel gegessen haben. Will gerade nicht in meinen Kopf. Warum wir den Wichtel gegessen haben. Wieso? Was haben wir denn getan? Hat der Wichtel uns getan? Der Fahrstuhl ist scheiße. Hier sieht man nämlich nicht, was Phase ist. Ich weiß nicht, ob es einer hinter dir oder vor dir spawnt. Wieso haben wir den Wichtel jetzt gegessen? Alter, nee. Warum? Oh, wir haben wieder ein Kapitel abgeschlossen. Der Gästebereich. Der war auch spannend genug. Wir sind jetzt hier im 5. Kapitel. Das Bild da oben ist aber auch verstörend. Klamotten. Hier ist der Spiegel scheinbar. Ah nee, ist ein zerbrochener Spiegel. Weil da waren doch irgendwie fast alle Spiegel zerbrochen. Hier? Kleider. Noch mehr Kleider. Ein Porträt bestimmt von ihr. Hier ist das Auge. Man hört sie singen. Das ist dieser Gesang, den wir gehört hatten, als wir... Wir brauchen Schlüssel, na toll. Als wir diesen Geheimraum gefunden hatten, wo wir die Kamera uns ansehen konnten. Die Bilder sind ja mal krass. Wir es abziehen. Scheinbar ist sie nicht die erste. Da auf dem mittleren Bild sieht man sie in der Mitte, aber rechts und links neben mir. Rechte Bilder. Wir dürfen halt bestimmt überhaupt nicht laut machen jetzt. Oh, ist das lauter. Gott, da ist sie. Was? Aber er geht mir einen Schauer über den Rücken. Kriegen wir. Hier ist übrigens ein schönes Porträt vom Moor. Also von dem Schlund. Ach, da gerade steht da. Wie sollen wir uns hier verstecken? Und sie hat scheinbar übernatürliche Fähigkeiten. Das heißt, wir können auch. Nichts machen und wir haben hier null Möglichkeit, uns zu verstecken. Und hier sind überall Klamotten. Vielleicht hier unten irgendwas zum Ablenken. Hier das Bild abziehen, ey. Oh, hat einen Schlüssel, der ist bestimmt im Schlafzimmer. Wir brauchen irgendwas, womit wir sie ablenken können. Über den Stuhl verschieben? Nö. Ja, und jetzt? Können wir nicht an den Büchern hoch? Scheiße gestapelt.
Bild von dir wahrscheinlich. Kommen wir denn hier hoch? Ist aber auch nix. Ist wieder so eine krasse Puppe. Können wir die nicht zum Werfen nehmen irgendwie? Der Peter ist irgendwie cool. Wie können wir sie ablenken? Da kein Bild drunter schmeißen, das ist traurig. Können wir das Bild vielleicht anzünden? Können wir auch nicht. Stimmt, da würden wir uns aber auch selber gefährden, das wäre dumm. Kommen wir an der vorbei? Ich denke immer, die steht hier, wenn diese Scheißpuppe. Weiter singen. Dumm. Ich bin nicht da. Ach so einfach. Okay. Überall ist hier das Auge bei ihr. Ey, das ist auf dem Bild. Das ist was Gelbes. Ein Kind auf dem Bild. Was gelben an? War's nicht. Jetzt her? Ist weg. Oder? Sie ist scheinbar weg. Versteht sie nicht, warum sie jetzt weg ist? Sie kommt da jetzt. Mir das jetzt hier hochzuklettern? Errungenschaft, fürchten. Ich fürchte mich dezent. Wieder das Bild. Aber das ist doch... Ach, der Schlüssel war hier drinne. Hätten wir aufhören müssen. Angst, dass die jetzt im Korridor auf uns wartet. Ein bisschen Angst vor der. Ich mag zwar irgendwie ihr Gesang, aber ich habe Angst vor der. Scheinbar scheint sie auch hier der Kopf der ganzen Veranstaltung zu sein und die Bilder sind auch irgendwie voll verstörend. Aber auf dem einen Bild war doch ein Mädchen mit durchgestrichenen Augen zu sehen, was etwas Gelbes anhatte. Das kann doch nur wir sein. Das können nur noch wir sein. So. Ich habe gerade so viele Fragen. Überall die zerbrochenen Spiegel. Was? Ich bin durchgekommen. Blöde Kuh.
Hast du die jetzt schon? Boah. Ich bin jetzt einfach durchgehend hier lang. Gott, wieso erschrecke ich mich denn nicht? Ist hier ein Geist? Darf man kurz nicht rennen? Sind nämlich, glaube ich, schon ziemlich im Eimer. Hier ist überall solche scheiß Puppen. Wenn die sich ständig damit dabei sein. Weil auch diese Kackaugen. Ein Spiegel. Jetzt? Darf sie sich etwa nicht im Spiegel sehen, oder was? Guck mal, ich habe deinen Spiegel gefunden. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich den Spiegel... Ah ne, der ist auch zerbrochen. Bringt das denn jetzt der Spiegel? Warum ist es hier so arschkalt? Ich kann jetzt auf der scheiß Taste bleiben. Tschüss. Ich verstehe es nicht. Oder war da nicht ein Licht? Hätten wir in das Licht gehen müssen und sie blenden? Oder darf sie sich nicht im Spiegel sehen? So viele Möglichkeiten, das ist voll kacke. Warum ist ausgerechnet der Spiegel noch da? Okay, wir können auch rennen. Okay, sie darf sich also nicht im Spiegel sehen. Da ist sie. Entweder ist es jetzt das Licht oder der Spiegel oder beides. Nein, 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 nein. Ha! Erwischt. Bei uns trifft es auch immer ganz schön, ne? Oh, ich hasse das, wenn die mir so, wie so vor mir rumkriecht. Geh weg. Geh weg. Oh Gott, das war knapp. Oh. Oh, oh, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, das Spiel ist zerbrochen. Der Spiegel ist tot.
Sitz, sitz. Oh nein, wir haben Hunger. Nein, wir essen sie nicht. Hast du nur von seinem Wichtel gegessen? Aber sie sieht so lecker aus. Sind wir ein Kannibalist? Kein Jumpscare? Kann ich hinsehen? Es fliegen so schwarze Fliegen über uns. Um uns herum. Gott. Sind wir jetzt einfach die Finsternis? Fürchtet mich. Ja, sie haben es verdient. Rache. Lutsch. Einfach so, ist so schön flatsch. Dunkelheit geht ins Licht. Das verstehe ich nicht. Warum ist er freigeschaltet? Die Räume der Herren. Oh, ein Wichtel. Ich hätte gerade seinen Hut zurechtgezogen. Das war's? Haben wir jetzt alle befreit, alle Mädchen? Ist echt? Ich möchte einen zweiten Teil haben. Ich möchte unbedingt einen zweiten Teil haben. Ich möchte wissen, wie Six dahin gekommen ist. Und ob sie wirklich das Kind oder die Schwester oder sonst was von der Herrin ist. Weil da war definitiv ein Bild zu sehen, wo sie, ich glaube, dass sie das war, hundertprozentig, dass sie das Bild war. Das Ende habe ich echt nicht kommen sehen. Ich dachte, wir entkommen einfach nur und das war's, aber... Oh.
Die haben die ja voll ausgenockt. Weil wir haben den Wichtel gegessen. Und wir haben die gegessen, um quasi der ihre Kräfte zu bekommen. Und wir sind ja jetzt quasi eigentlich ihre Nachfolgerin. Ihre kleine Nachfolgerin. Aber ich will wissen, wie Six in den Schlund gekommen ist und was jetzt danach passiert. Ob sie jetzt sich auf das Boot, was da angekommen war, schleicht und ins Festland fährt oder nicht. Ich will da unbedingt noch was sehen. Was ich eventuell auch noch machen werde, ist vielleicht mal noch meine 100% voll machen. Weil es fehlen dort in der Welt. Und wenn ihr wollt, können wir die 100% auch quasi zusammen machen. Kann ich den Rest dann noch aufnehmen, wo ich die ganzen Wichtel vergessen habe und alles. Aber wie ihr wollt, ich werde mir meine 100% auf jeden Fall holen. Krass. Einfach nur krass. Ich meine, cool, wir sind entkommen. Auf eine Art und Weise, die ich wirklich nie gedacht hätte. Nie. Muss man auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Es waren 5 Kapitel. Ich bin ja schon froh gewesen, dass wir Langusten 1 losgeworden sind. Im ersten Kapitel waren es dann der schwarze Tod in Wurmform. Das dritte Kapitel waren dann die Köche und das vierte waren dann die Gäste. Die mich voll an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert haben. Eigentlich auch die Herrin, die würde auch voll reinpassen. Also ich aus meiner Sicht kann dieses Spiel einfach echt nur empfehlen. Es ist vielleicht nicht so lang, wie viele hofften oder erwartet hätten. Aber ich finde, es verdient schon die Preise, die es gekriegt hat und auch unsere Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass wenn wir alle die Game-Entwickler und so unterstützen, dass wir darauf hoffen können, dass es noch einen Nachfolger mindestens einen geben wird. Weil mir gefällt der Stil auch einfach, die Atmosphäre, die Musik. Ich find's echt cool. Also Bandai Namco hat da echt was richtig Tolles geschaffen. Definitiv eins meiner Favorit-Games dieses Jahr. Neben Nier Automata. Definitiv. Und es ist nicht so, dass man jetzt so denkt, boah, es ist eigentlich gar kein Horrorgame, sondern es gibt Momente, doch da erschreckt man einfach. Es ist eben, weil man es nicht erwartet, dass es jetzt große Jumpscares haben wird oder so. Es ist vielleicht nicht wie Outlast 2 oder so, aber auf seine niedliche, kuriose Art und Weise schafft es doch, einen in dieses Horror-Feeling zu bekommen. Trotz des gelben Regenmantels. Und dieses Titelthema wird mir noch ewig im Kopf bleiben. Ewig. Wie detailliert dieses Spiel eigentlich ausgearbeitet wurde, woran überall gedacht wurde, was man alles machen kann. Ich hätte gern noch mehr Wichtel geknuddelt.
Und ich hoffe, sie haben jetzt auch ein schöneres Leben als zuvor. Ich frage mich, ob diese Macht uns auffressen wird oder nicht. Und ob wir vielleicht mal noch ein bisschen größer werden. Mit unserem gelben Regenmantel. Aber was auch sehr zutreffend ist für dieses Spiel, klein, aber oho. Also Six würde ich jetzt nicht mehr unterschätzen wollen. Einfach nur krass. Das war Little Nightmares. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich würde mich auch gerne darüber freuen, ob ihr mal sagen könnt, ob ihr auch gerne einen Nachfolger haben möchtet oder ob ihr sagt, nee, das hat uns gereicht. Das würde mich wirklich interessieren. Der Schlund. Da stehen wir. Fertig. Danke fürs Spielen. Oh, darauf habe ich jetzt gewartet. Also wir stehen da jetzt am Schlund und können nichts machen. Gerne gespielt. So, und jetzt gucken wir uns noch mal kurz in die Extras rein. Wir werden nicht alles haben, weil aus der Tatsache einfach, ich habe nicht alles erwischt. Ja, hier fehlt einiges. Das ist nämlich das Coole, man sieht hier die Concept Arts. Zumindest die, die ich habe. Oh. Oh ja, das war eine fiese Stelle. Schrumpft die doch nicht etwa. Aber man sieht halt, uns fehlen halt wirklich viele. Ich werde mir auf jeden Fall aber die 100% holen, weil ich will wissen, was es dafür bitte gibt. Und es gibt Masken. Wir können jetzt mit der Maske der Herrin spielen. Alles klar. Ja. Das war Little Nightmares. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ich hoffe wirklich auf ein nachfolgendes Spiel, nachfolgender Teil, irgendwie noch mehr oder vielleicht DLC, was uns verrät, was hinter der Geschichte von Six noch so steckt. Weil wir wissen ja immer noch nicht wirklich, wie sie da hingekommen ist. Und ich hoffe wirklich, dass da noch was kommt. Auf jeden Fall mal sehen, vielleicht sehen wir uns nochmal zu den 100%. Ich weiß nicht, wie ihr euch das wünscht. Ich werde es aufnehmen, so oder so, aber ob ich es raushaue, liegt an euch. Bis dahin, bis zum nächsten Spiel und danke fürs Zuschauen.